Guten Morgen, Leute. Heute ist ja der 20. Tag in der ketogenen Ernährungsphase. Unser morgendliches Ritual, der zählt schon mal runter. Ich bin echt mal gespannt. Gestern wegen den Kidneybohnen, ob sich da jetzt was getan hat. Nein. 008. Nicht rausgeflogen aus der Ketose. Wenn ich mehr gegessen hätte, bestimmt. So, heute bin ich wieder auf dem Reisebus, habe mir was eingepackt zum Essen für heute Mittag. Was das ist, seht ihr nach dem Intro. Und wiegen tun wir uns erst morgen zum Finale. Okay, so, bis gleich. So Leute, ich bin jetzt hier angekommen, hier in Meschede, in so einer Tropfsteinhöhle. Die Leute, die kommen gleich raus. Ich habe natürlich wieder Pause. Da habe ich mir gedacht, mache ich einen kurzen Video nochmal, so ein Update, vorletzter Tag. Morgen ist ja dann der große Finale, 21. Tag. Und jetzt kriege ich auf dem anderen Handy noch, den muss ich mal eben halt lautlos stellen. So, ihr wisst gar nicht, was ich hier immer so viel zu tun habe hier. Eins vorweg, wir haben ja die ganze Zeit uns ketogen ernährt. Ich habe ja immer gesagt, nicht jeden Tag, aber Vitamine A bis Z, ja, wichtig. Weil wir nehmen nicht so viel Obst und sowas zu uns, Äpfel und so, das ist ja alles in der Ketogene, was mit Zucker zu tun hat, haben wir ja alles weggelassen. Und deswegen fehlen uns Vitamine. Und hier ist genug Vitamine drin, deswegen heißt es ja auch A bis Z Depot und plus Q10 sogar. Wenn ihr ein bisschen älter seid als Ü50 oder so, die gehen noch schneller ins Blut. Ist ein bisschen mehr Milligramms drin als bei den anderen. Und Vitamine von A bis Z, eben halt alles, was dazugehört an Vitaminen, ist hier drin. Aber bevor ich den nehme, will ich ja nochmal pusten. Morgens habe ich ja schon gepustet, aber jetzt haben wir schon mittags. Und ich habe immer noch keinen Hunger. Morgens natürlich habe ich meinen Bulletproof-Kaffee getrunken. Dann habe ich einen Esslöffel MCT-Öl getrunken. Und gestern mit den Bohnen habe ich ja gesagt, da habe ich ganz komisches Gefühl gehabt. Aber morgens war ja noch alles okay. Und jetzt spät Nachmittag hin messen wir das jetzt mal, ob wir noch in der Ketose sind. Oder ob wir rausgeflogen sind. Wenn man mal rausfliegt, ist nicht schlimm. Aber ein Tag umsonst weg, kann man natürlich einen Tag dranhängen, bis man wieder in eine Ketose ist. Jetzt. Super. Zwar 006, wie ihr gemerkt habt, wird schon ein bisschen weniger. Aber im Atem ist nur Aceton drin. Das heißt, wir sind immer noch am Fett verbrennen. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Aber wenn ich 2 Teller gegessen hätte oder ein bisschen mehr gegessen hätte oder danach noch Nüsse und so gegessen hätte, oh ja, dann könnte es schwer gewesen sein, wieder in die Ketose reinzukommen. Ist ja immer schwierig. Man muss ja erstmal diese Kohlenhydrate wieder verbrennen, damit man reinkommt. Aber ich habe vorm Schlafengehen, das hatte ich jetzt hier nicht dokumentiert, noch eine Avocado gegessen. Und deswegen, wenn Fett höher liegt als der Rest, was man so gegessen hat, dann ist man immer im Vorteil. So, jetzt zeige ich euch mal, was ich jetzt esse. Wartet. Natürlich wieder in meiner Brotdose. Gegrilltes. Gegrillte Würstchen, das sind Kosovo-Würstchen, die sind aus dem Kosovo, aber ihr könnt auch alles andere nehmen, Hauptsache Fleisch. Ja, da ist Pute, Rind und das ist diese, die sind ein bisschen scharf. Die kann ich dann zu mir nehmen und ja, ich werde es genießen, aber vorher nehme ich natürlich unsere Vitamine A bis Z. Und wenn ihr auch, ihr habt gesehen, jeden Tag habe ich fast gepustet, ja, mit diesem Teil hier, das ist eigentlich ein Alkoholtestgerät. Damit kann man super sich kontrollieren, ob man in der Ketose ist oder nicht. Wenn ihr so ein Teil haben wollt, unten in den Infos,
Bei mir im Shop könnt ihr die kaufen, da ist ein bisschen günstiger. Oder bei Amazon. Die Links findet ihr natürlich hier unten. So, wenn ich gleich Feierabend habe, gehe ich nach Hause. Mal gucken. Ich bin heute in Lünen wieder. Dann werde ich mir bestimmt für abends auch noch was Ketogenes zu essen machen. Und ihr werdet dabei sein. So, bis später. Ja, Leute, wie das so ist. Von Reisebus wieder zurück auf den Linienbus. Warum? Einer von uns ist krank geworden, ein Fahrer, und zwei Linien sind ausstehend. Und ich war gerade in Bergkamen, gerade frei. Ah, du kommst genau richtig, kannst du fahren. Ja, lenkzeitmäßig war auch noch alles okay. Also werde ich dann gleich mal noch zwei Runden Linien dranhängen. Allerdings habe ich jetzt schon Hunger, ne? Bis nach Hause wollte ich nicht warten, habe ich mir gerade von Pennymark geholt. Ihr könnt mitkriegen. Ja, habe ich mir gerade geholt von Credit Ready. So Chicken Snacks mediterran, die kann man einfach nur so essen, passt haargenau. Dann ein Ayran dazu und ein bisschen Macadamia und der Hunger ist gegessen. Kohlenhydrate 1,3 nur bei 100 Milliliter. Wie viel sind hier drin? 200 Milliliter. Das heißt, habe ja heute noch gar nichts. Passt alles. Nur auf die Macadamias, wie gesagt, da muss ich aufpassen. Nur eine Handvoll, das reicht. Mal gucken, wenn ich zu Hause bin, melde ich mich noch mal wieder, ob ich noch was esse oder nicht. So, jetzt erstmal was essen und dann die Linie anfangen. So, Leute, zu Hause angekommen, esse ich jetzt mal. Das ist keine Orange, sieht aus wie eine Orange, aber ist eine Grapefruit. Ja, die nehme ich mal am vorletzten Tag auch noch mal. Und nachher bei der Stabilitätsphase spielt das auch eine große Rolle. Und natürlich mein Avocado, die ich ja täglich immer schon verzehrt habe, die tut mir richtig gut. Ja, und unser Kanal ist auch schon schön gewachsen. Das habe ich aber auch euch zu verdanken.